Eine spätsommerliche Sonne unterstützte heute die Sieger aller Bundesländer im Hockey am ersten Wettkampftag bei JTFO. Und dafür könnte es in Berlin kaum einen besseren Ort geben als das Ernst-Reuter-Sportfeld zu Hause des Berliner Hockeyclubs. Also die Schüler finden die familiäre Atmosphäre sehr schön. Das ist super organisiert auch. Es ist immer wieder sehr harmonisch. Es geht fair zu. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, dass der Wettkampf zwar wichtig ist, aber trotzdem die Fairness im Vordergrund steht. Im Prinzip jeder gegen jeden traten die Sportler hier in 4-4er-Gruppen gegeneinander an. Die ersten beiden Plätze qualifizieren sich dann für die Zwischenrunden, in denen um den Einzug ins Halbfinale und dann ums Finale gespielt wird. Und dort wird sich auch Prominenz auf dem Platz blicken lassen. Am Mittwoch wird die Olympionikin Natascha Keller hier bei der Siegerehrung und bestimmt auch bei den Endspielen anwesend sein und die Jungs und Mädchen hier auch unterstützen. Steht natürlich auch für Autogramme zur Verfügung. Doch an Unterstützung hat es auch heute schon in keinster Weise gemangelt. Ein besonderer Hingucker war das Spiel zwischen den Jungs aus Hamburg vom Joanneum und den Spielern aus Frankfurt vom Lessing-Gymnasium. Trotz eines Unentschiedens konnten sich beide Teams mit einem Tor für die Zwischenrunde qualifizieren. Außerdem dabei Düsseldorf, Berlin, Nürnberg, Bad Dürkheim, Bremen und Mannheim. Bei den Mädchen waren es die Teams aus Neuss, Hamburg, Mannheim, Braunschweig, Berlin, Hanau, Bremen, Frankfurt und Brandenburg, die sich für den morgigen Dienstag einen Platz im Kampf um den Pokal sichern konnten.